Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 hier bei Fini Zock, dem Multiplayer zusammen mit Felix. Guten Tag. Vor lauter App, wie wir was sagen, habe ich Spiel vergessen. Jetzt das Maria, was gibt das denn jetzt hier? Hau mir ab mit dem blöden Vieh. Ja, ich hole mir jetzt da oben die Tanne. Wo ist die Tanne jetzt? Das wolltest du mir jetzt zeigen, oder wie? Ja, aber schau mal, du siehst gleich was. Okay, warte, ich setze das hier mal noch durch. Damit es auch auf jeden Fall in den Hexer reinkommt, beziehungsweise ich hochnehmen kann. Ich will die jetzt direkt. Ich fahre jetzt direkt daran. Rein. So, ich sehe es gleich, wenn das hast. Schreie, sobald ich gucken soll. Bäh. Also wie ihr seht, wir sind wieder fleißig am Holz machen hier mitten auf der Straße. Übrigens ist es noch gar nicht aufgefallen. Kein Zugang zu diesem Land. Ach, dann kaufe ich mir das Land einfach. Mach das. Gibst du mir mal die Berechtigung dazu? Müsstest du eigentlich schon da haben? Land kaufen ist eine extra Berechtigung, glaube ich. Achso, ja, warte mal. Inhalt wird gespeichert, das lädt gerade noch das Spiel. Wir tun da einfach alles absägen, alles verkaufen und dann verkaufen wir das Land wieder. Wir sehr nah. Wie lange will es denn Inhalt jetzt eigentlich noch speichern? Ach, jetzt fängt es erst an rödeln. Was war das denn jetzt? Hä? Inhalt wird gespeichert. Schalte den Computer nicht aus. Warum lädt er so lange? Hilfe, hallo. So, wir müssen jetzt mal warten, bis es hier geladen hat. Hallo, liebes Spiel. Magst du mir das erklären? Oder liegt das daran, weil ich im Hintergrund noch Videos überpacke? Ja, das läuft hier noch. Ich pausiere das mal. Ja, dann hat es gleich funktioniert. Okay, warte, ich gucke nach deinen Berechtigungen. Landschaftsbau. Du kannst eigentlich Farmmanager einstellen. Ja, machen wir. Jetzt musst du eigentlich alles können. Ich habe dich zum Farmmanager gemacht. Ah ja, geht's. Thank you. So. 300.000 weniger, aber dafür ganz viele Bäume mehr. Finde ich schlimm. Komm, ich mit meiner wunderschönen Tanne da runter. Ich versuche jetzt 1:1, was ich jetzt da habe, da reinzumachen. Probier's mal mit Gemütlichkeit. Mit Ruhe und Gemütlichkeit. Okay, wie mache ich das jetzt am dümmsten? So. Warte mal, was? Ich hab doch irgendwo ein Auto. Hier ist doch das Auto. Halt, und? Warte, ich fahre mit dem Auto weg. Wenn du mich kurz durchlässt. Halt, warte. Jetzt. Und ich lade den ganzen Dips. Auto aufklappen mit den ganzen. So, was wäre das denn jetzt hier? Warum funktioniert das nicht? Warte, kann ich den vielleicht so hochheben, dass ich mir das direkt da rein kann? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ach so. Er hat's gefunden. Das war der Ton für etwas, wenn er es gefunden hat. Jetzt weiß ich, wie ich das hoch machen kann. Du wedelst mir gerade dezent mit deinem Baum im Gesicht rum. Warte. Wo ist jetzt mein Baum hin? Der ist gleich weg, mach dir keine Sorgen. Wo ist jetzt mein Baum hin? War doch gerade noch ein Baum. Säge. Bin ich jetzt vollkommen verblödet oder sehe ich noch so aus? Funktioniert. Nein, es funktioniert nicht. Doch, es funktioniert. Nein, es funktioniert nicht. Wenn sonst alles bei dir gut ist, ne? Es funktioniert nur zum Teil. Den hier kann ich nicht sehen. Zum Teil ist ja immer noch besser als gar nicht. Zum Teil ist immer noch besser als gar nicht. Ja, ja. Gleich ist der Baum weg. Muss ich mir das Grundstück jetzt auch erst kaufen? Nur kann man sich doch das Land kaufen. Wie kann man sich denn Waldflächen kaufen, wenn ich fragen darf? Warte kurz. Ah, jetzt habe ich es kapiert. Okay. Das hier kaufen wir uns. Und das hier kaufen wir uns auch. Ja. Alles kaufen, so das gehört jetzt alles uns.
Ah, du bist hier, okay. So, ich hole mir dann gleich noch mehr. Hier liegt nochmal ein komischer Baumstamm in der Weltgeschichte rum. Oh, das ist der, den wir die ganze Zeit. Ach, das ist der, den wir die ganze Zeit am Wickel haben, okay. Ja, gut, dann liegt der da jetzt halt. Hab ich denn das Land hier drüben jetzt eigentlich auch gekauft? Eigentlich ja. Da rein? Das müsste jetzt eigentlich funktionieren. Ich will jetzt mal mit dem hier. Die lassen sich ja alle nicht fällen. Doch, die lassen sich alle fällen. Ja, wie? Geht nicht. Wenn doch, Ketten, nimm deine Kettensäge. Hab ich? Halt dann Rechtsklick gedrückt und dreh die mal und tu einfach mal die Maus auf die Seite bewegen. Ah, okay, jetzt habe ich es kapiert, ja. Eigentlich logisch. Hab jetzt absolut. Oh Gott, was säge ich denn hier zusammen? Nee, möglichst weit unten jetzt geht. So, ah, okay. Ich fälle einen Baum. Läuft. Läuft. Kavums, leck um mir ist das ein Kerl, okay. Wenn man so mehrere Folgen gemacht hat, dann gewöhnt man sich daran. Okay, ja. Okay, ich fange dann hier mal an einzuladen. Und das Ding, wie viel? Das Ding müsste doch bald voll sein. Oh, das ist voll, das ist randvoll. Was ist so voll? Oh, yes, das ist Maria. Fährst du mal weg, ich hol den anderen hin. Ja, wir haben 100%. Ich hol mal den anderen Hänger und du fährst den mal weg und kippst den und stellst den einfach mal auf den Hof, okay? Stell einfach erstmal auf den Hof, das können wir in der nächsten Folge machen. Jetzt machen wir erstmal so viel klein wie es geht. Und ich schnapp mir mal meinen. Verkaufen wir nicht. Ja, irgendwann. Ich schnapp jetzt mal einen LKW, da müsste eigentlich genügend reingehen. Versuch mal mit genügend. Ich hab ein Problem. Was denn? Wie hab ich das jetzt geschafft? Hä? Problem gelöst? Nein. Schade. Frag mich, wie ich in das Problem reingekommen bin. Oh. Ach, Jesus Maria, wie hast du das jetzt hingekriegt? Ich stehe irgendwie auf dem Baumstumm. Supsi, ich hab deine Maschine hier mitgenommen, dein Riesenvieh, sorry. Dein Riesenvieh? Ja. Okay. Schneiden wir aus, ey, Schatz. Wird nichts rausgeschnitten, das hat alles so, wie es ist. Authentisch. Ja genau, authentisch ist ein gutes Wort. So, der LKW blockiert jetzt einfach instant alles. Ich war vorher, jetzt hätte man noch Zivilverkehr. Schutz. Wie wirft man nochmal? Schuss. Mit der Taste wirft man nochmal. Man wirft nochmal mit der Taste. Ja. Rechte Maus. Ja, mit dem Fuß ist so scheiße. Egal, was man macht, man kann nicht Zwischenzeit tragen. Ich hab's vorsichtig. Vorsichtig. So, nee, einmal hier hochspringen und da reinlassen, jawohl. Wuff. Er fängt an der Hochscheiß zu gehen, zur Runde genommen. Nein, das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber schön gehackt, wie alle anderen hier auch. Keine Chance, drum herum zu kommen. Sieht doch super aus. Okay. Klappt doch. Oh, nimm mal den Leuten an. Nimm mal. Ich hab hier noch ein paar. Schau mal, ich werf dir noch was entgegen. Hey. Steige einmal ein und fahre mal kurz da, wo ich eben hin war. Ich fahre mal Holz holen. Hört sich jetzt ganz doof an, weil ich hier mit dem Pickup rumgurke, aber du kriegst gleich von mir die Lieferung der Stücke. Ich dann hier auf dem Pickup einmal. Ja, da hinten stehen auch noch ein paar schöne Tannen. Ich habe jetzt halt einfach mal das Ding jetzt hier genommen zum Umholzen. Habe ich denn umgesägt? Hier habe ich doch irgendwo einen Baum umgelegt. Ach, ich bin schon dran vorbei. Okay, das ist natürlich dann auch intelligent durchaus. Brauchen wir noch mehr Tanne?
Ich hab hier gerade irgendein Stück Holz. Scheiß auf Aufbau. Und das ist ein ziemlich fetter Baum. Also, das säge ich jetzt vermutlich ein Weilchen dran. Das ist gut. Da hinten liegt da, wo der andere der volle Hänger ist. Genau, da wo mein Name steht. Das ist doch eine gute Idee, da könnte man ja mal gucken. Durchaus. Oh, dann nehme ich wieder mein Monstervieh. Mach doch, kannst du mit dem Monstervieh die Bäume eigentlich auch klein machen? Kollege? Ja, mach das. Ja, dann mach das mal. Mit dem hier, der schon hier rumliegt. Da wo ich gerade einen Traktor rumeiere. Den habe ich schon umgesägt und muss da noch klein machen. Jetzt komme ich denn hier jetzt nicht vorbei. Ich kann nicht alle Bäume nehmen, weil. Ich hänge an dem Baumstumpf hier fest. Manche Sorten nimmt er nicht, manche will, manche sind zu dick. Andere zu dünn. Genau. So, probier's mal mit dem hier, der könnte ja eigentlich funktionieren. Ich hoffe es zumindest mal. Ich kann das gerade Ding hier allen Ernstes nicht. Soll dir einen. Du wolltest, dass ich dir einen jetzt klein säge. Ja, mach mal einen kleinen. Wenn du gerade dran bist, sag mir wo. Warte. Ich nehme meinen Freund mit zu dir. Sein Freund. Schwuler Sack. Schau hinter dich. Ja, warte. Fuck. Ich versuche gerade jetzt erstmal hier ein Stück Holz auf diesen Pickup zu quetschen irgendwie. So, diesen Baum ein da. Glück hat das Spiel keine Physik. Weil? Oh, weil ja. Der Anhänger mit dem Ding. Ah, da liegt doch schon einer. Stopp, 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 stopp. Ja, komm, klar, ramm doch alles, was irgendwie im Weg steht. Das war WLAN. Das war WLAN. Ja, genau, das war WLAN. Das ist eine gute Ausrede, ne? Das war WLAN. Und jetzt schau. Warte. Schau, wie dein Sieg. Das einmal kurz. Sollst du hier nicht die Sachen rammen? Warte, ich kann die doch auch größer machen als 1 Meter, oder? Nee, 1 Meter reicht doch auch völlig, weil ich muss das sind riesen Dinge, die du musst so kleiner machen. Du musst kleiner machen, mach 50 Zentimeter. Nee, 8 Meter. Brauch ich nicht. Du musst das Zeug doch mit der Hand noch aufheben können, du Schlaumeier. Ein Ding ist klein. Was zum Teufel machst du da jetzt für die Größe? 1 Meter ist es. Ja, prima. Guck mal, ich habe hier ein Stück Holz zum Fenster reingesteckt. Warum lädst du das denn jetzt auf dem Pickup ab, Mann? Meine Fresse, ey. Wirklich. Das ist ja nicht zu glauben. So, warte mal, ich muss erstmal den Kack hier unten einmal hochheben. Und da irgendwie auf den Pickup wieder draufkriegen. Mal schaff ich das. Ich hab doch gesagt, dann musst du das abfahren. So, mal rein damit hier. So, er ist wieder aus dem Spiel raus. Deswegen ging das nicht. So, jetzt warte mal, wenn du schon auf den Truck ablädst, dann mach das auch da, wo es Sinn macht, dass du es drauf ablädst. Och nö, guck mal, da ist ein ganzer Haufen Zeug jetzt auf der Straße rumeiernd. Das musst du mal gleich noch mir helfen aufheben, was runterfällt, alles was du dann weiteres sägst. Packst du da auf den, gerne auf den Pickup drauf, dafür steht er ja da, das ist ja in Ordnung. Ja, aber das Ding lässt sich so schlecht kontrollieren. Völlig überfordert mit den Geräten hier. Es lädt, Herrgott, nochmal, wie lange brauchst du? 400.000 haben sich schon gelohnt. Ja, das durchaus. Weil von hier oben aus, vom Pickup, ist es ganz gut schön, das Zeug hier drauf zu laden. Sagte noch und. Ich merke, dass es eben nicht so getrennt ist. Was war denn das hier? Was soll denn? Kein Problem. Was so? Aha. Achso, warte, das soll wieder völlig verzogen, wa? Bin. Ja.
Ich habe ein Problem. Was ist das für ein Problem? Oh, scheiße, ich bin Kleister. Weil ich rausgefallen bin, hat der das den Baum losgelassen und dann als ich eingestiegen bin, hat er sich reingepackt. Naja. Da bin ich irgendwie so 10.000 Meter in die Luft geflogen und dann wieder gelandet. Die Maschine hier frisst dann das Stück Holz hier nicht. Egal, dann müssen wir das halt mit der. Müssen wir das jetzt mit der Hand sehen. Ja, das meine ich nicht, der will sich klein machen. Ah ja, jetzt. Hey, das ist wieder auf. Ja, lass doch gerade fallen. Sag nicht, was macht das nur? Wie ich. Ich bin mir selber jetzt. Was machst du denn jetzt? Weitwurf oder wie? Ja, steht unten und wirft einen Baumstämme. Ich glaub's nicht. dann auch noch so miserabel hier. Warte, scheint es zu funktionieren. Das ist mal dein Unheil hier. Okay. Ich bin langsam richtig in der Übung. Ja, den hier will er gerade nicht. Schneller arbeiten. Ja, ich muss den Kack bei dir erstmal rankratzen. Jetzt geht's gar nicht. Steht der da oder der hat seinen Raum schon hinkommen? So rein. Oder? Wir haben noch einen Anhänger stehen. Wir haben genug zum Aufhören. Was, wir haben noch einen Anhänger rumstehen? Achso, das? Ja, guck mal, Alter. Oh, warte mal. Woher frisst er das denn hier? Pack das gerade nicht da rein. Der will das da nicht reinpacken in den Hänger. Vieles zu. Ja, der mag den. Der mag den. Wo ist denn das Zeug die ganze Zeit hingegangen? In den Hänger rein. Das ist schon richtig, allerdings. Der will den Hänger hier nicht. Der also, Hänger. Er ist leer. Jetzt sag ich ja, steig mal aus zum Truck. Der nimmt den Hänger nicht an. Ich muss einen anderen Hänger holen. Ja, aber wo ist denn das ganze Zeug gegangen? Weiß ich nicht. Ich parke jetzt mal hier in der Nähe und. Das ist einfach so in den Boden gegangen, oder? Weißt du, Geier, ich will es gar nicht wissen, um ehrlich zu sein. Wo das jetzt hingegangen ist. Wenn ich ganz ehrlich bin. Wie kann man nur so viel Pech haben? Wo ist jetzt mein komischer. Ja, genau, den hier wollte ich doch. So, ich hole den gelben Hänger da hinten. Es ist ja mal wieder. Best of Fini. Boah, hier sieht aus. Irgendwann können wir so ein Pferd. Wenn wir hier so 10 Folgen oder wann fertig sind, sieht es da aus, als wäre dann ein größerer Atomkrater. Echt, ne? Das Baumfeld. Baumfeld, ja, ich bin nicht in der Nähe. Kann mir egal sein. Bitte was? Mit uns ihre. Achso. Hey, mach mal Platz da, du kannst mir doch jetzt keinen Baum hier in den Weg legen, du. Kennst du das nicht, wenn du so beim Drive-In bist oder so? Dann immer aha, mit ihrem mal. Rauschen mit ihrem rauschenden Headset da. Hallo, bitte. Ach, der macht das hier, okay. Jetzt ist Maria, ist der Hänger schnell voll. Ich baue mal gerade noch ein neues Silo bei uns, extra nur dafür. Und zwar das große Silo, und zwar nicht das da oben, sondern das gibt dann eins hier irgendwo da unten. Genau, das wird das Silo hier hinter der Halle. Und da fahre ich jetzt dann nämlich gleich mal den Truck, der ja schon voll ist, hin. Denn das ist gespannt. So. Damit wir das nicht mal wegkamieren, da kann ich den Hänger nämlich auch gleich wieder nehmen. Wir haben aber viel zu kleine Hänger. Ach, da kommt wieder einer. Ganz was Neues. Hackschnitzel. Ich fahre jetzt Hackschnitzel wieder hoch. Synchronisiere. Bums, okay. Dann würde ich aber sagen, wir machen an der Stelle nochmal Schluss für die Folge. Ich bedanke fürs Zusehen. In der nächsten geht's weiter. Bis dann. Tschö.